Jo Leute, was geht ab? Und willkommen! Wir reagieren jetzt auf Django. Und wir reagieren es geht heute Django. Um Stachel. Heute geht es um Stachel. In einem Blind Date. In einem Blind Date. Ich hoffe, ihr habt den was verstanden. Folgt uns auf Instagram. Let's go! Herzlich willkommen zu Staffel 1 von No Face Love. Aber wie funktioniert No Face Love? Es stehen Kandidaten hinter einem Vorhang. Und ich stehe jedes Mal mit einem hübschen Mädchen oder irgendwann auch einem hübschen Typen auf der anderen Seite. Und jedes Mal entscheiden andere Sachen, wer die Person auf meiner Seite matcht. In dieser Folge haben wir Stachel zu Gast. Stachel und ich sind beste Freunde. Und deswegen ist es mir wichtig, dass sie den richtigen Typen bekommt. Aber bei No Face Love wollen wir niemals die Person sehen. Wir wollen die Person auf Grundlage von anderen Sachen kennenlernen. In dieser Folge starten wir mit Kinderbildern. Stachel bekommt von jedem Kandidaten ein Kinderbild zu sehen. Und muss mit ihnen darüber reden. Okay, das kennt man, Leute. Da ist ein Kinderbild und du musst daran so entscheiden, ob das dein Typ ist, so mäßig. Was voll schwierig ist. Ja, weil im Kindesalter sieht man eigentlich sehr anders aus. Obwohl, wir sahen eigentlich als Kinder und jetzt schon sehr ähnlich, könnte man eigentlich erkennen. Viele sehen ja als Kind so aus und als Erwachsener komplett anders. Wollte gerade sagen, ich sehe Tam aus wie früher. Ja, tut die sowieso. Ich genauso nervig, genauso viel reden, genauso dumm, alles gleich. Ich bin nur an den Ohren hochgezogen, So entscheiden, wen sie am Ende matcht und wen sie eliminiert. Runde für Runde muss einer eliminiert werden. Aber wie die Jungs auf den Kinderbildern heute aussehen, das seht ihr in dieser Staffel. Viel Spaß mit der ersten Staffel von No Face Love. Kannst dich umdrehen in 3, 2, ja. Jetzt ankündigen müssen. Okay. Was ist deine First Impression? Also das sind wirklich sehr vorteilhafte Bilder, teilweise ausgewählt wurden. Die ist crazy, Die ist krass. Wenn da jetzt ein Banger dahinter steht, wow. Aber wir haben ja von dir auch ein Bild, zum Beispiel, wo du Indoor-Inline-Skating warst. Nee. Das Bild werden wir einblenden. Also als Kind. Ich hab den Clip gesehen auf TikTok, da hat sie, glaube ich, darüber geredet, dass sie auch so richtig krass darin war. Das sah gerade richtig professionell aus. Pokal und so nach Hause geholt, ja. Stachel, warum macht sie das nicht? Kennt ihr diese Leute, die so random Hobbys haben, wie zum Beispiel Inline-Skating, Olympiade oder so? Tischtennis. Genau, Tischtennis, Schach oder sowas. Dann hatten wir halt so unvorteilhafte Bilder. Unsere Eltern dachten halt, das wäre pretty. Ich war schon immer am Slayen irgendwie. Ja, das ist klar. Als erstes können wir, glaube ich, noch eingehen, wo die Bilder so gemacht worden sind, zu welcher Zeit, wie alt die waren, so ein bisschen. So, wir reden nicht über, wie die heißen oder sowas, sondern erstmal fangen wir an, glaube ich, was war das für eine Zeit, wie alt warst du, wo wurde das Bild gemacht, das ist, glaube ich, ganz interesting. Okay, Nummer 1. Wie alt warst du auf diesem Bild, wo war das, gibt es eine Background-Story, erzähl mal. Moin. Ich war da, glaube ich, 10 und das war bei dem Geburtstag von meinem Opa. Ja, und es war warm. Und was hast du da auf deinem Handy gezockt? Ich weiß nicht. Ah, eigentlich schon eine Maus, ne? Mit Chayas gechattet. Von der Körperstruktur könnte ich das auch sein. Wollt ihr ein Bild von mir ne? sehen als Baby? Moment, ich habe erst heute ein Screenshot. Ich suche euch ein Bild aus, wo wir Kinder waren. War das so für eine Zeit? Ja. War das so eine coole... Ah, sorry. Bin ich da auch drauf? Natürlich nicht. Ich hab doch gesagt, ich hab's für einen TikTok gebraucht, Mann. Hier, guck. Das bin ich jetzt. Schreibt bitte alle Glowdown in den Chat und in die Kommis. Warte, ich will so nebeneinander. Würdet ihr Tutti erkennen? Und jetzt kommt eins von mir und dann sagen gleich, Junge. Würdet ihr mich erkennen? Das Haarfarbe, Augenfarbe, alles gleich. Also, gingst du da, war das eine coole Zeit? Das war die beste Zeit meines Lebens. Obwohl, jetzt auch gerade krass, aber... Leute, ihr müsst Glowdown reinschreiben, nicht süß. Ja, das stimmt. Alter, jetzt zur Nummer 2. Erzähl mal, Mäuschen, wie alt warst du? Ich glaube, auf dem Bild war ich so ca. 14. Das Bild wurde, glaube ich, auf einer Verlobung gemacht. Das war so in kleinen Kreisen. Und das war so eine etwas schwierigere Zeit. Ich wusste, ich hab's in 8. Klasse. Und da war halt nicht alles so prickelnd. Nummer 3, auf dem Bild wirkst du ein bisschen älter als 10. Ich war da 13. Ja. Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooles Bild. Und zwar war ich da auf der DTM am Hockenheimring. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt mein Vorbild getroffen. Und zwar Felix von der Laden. Habe ich natürlich direkt mit ihm ein Foto gemacht. Stimmt. Kennst du, wirklich? Kenn ich, ja. Aber auf dem Bild sehe ich ein bisschen unvorteilhaft aus. Ach nee, du siehst flott aus. Sonst war eine gute Zeit. Ey, das war eine Top-Zeit. Da war so ein Stand, wo man Energy bekommen hat und mein Dad hat mir die ganze Zeit so Energies geholt. Das war krass. Ich hab eins. Weiter, nächste. Leute, ganz kurz, ich hab eins. Das ist mein Lieblingsbild von dir. Ich muss nur kurz entscheiden. Das bin ich gewesen. Baby. Oh, da war schon immer meine kleine süße Schwester mit Locke. Er hält jetzt mein rotes Kleid an, Leute. Oh mein Gott. Leute, ich hab als Kind so krasse Naturlocken, dann sieht man das. Und da war schon immer so das schüchterne kleine Mädchen mit ihrer Robby. Ja, Leute, meine Seerobby ist real. Für alle, die meinten, meine Seerobby soll nicht real sein, hier bin ich mit meiner fucking Seerobby. Und die sieht einfach aus wie mein Hund jetzt, Leute. Komplett weiß schwarze Nase, ganz kleine schwarze Nase und so schwarze Augen. Das ist einfach Lumi. Ja. Ich höre krass, einfach mein Kindheitstraumerfüllung. Und zu guter Letzt Nummer 4, Schatz. Was ist bei diesem Bild passiert?
Ich war da so ungefähr 13, 14. Ja. Und das war ein... Ich glaube, der Typ wird richtig krass. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er extra so ein richtig Katastrophenbild genommen hat, wo er so, ja, so dicker war. Mit Absicht so. Und so komplett fettige Haare oder was weiß ich. Oder vielleicht sind die auch nass. So richtig schlimm und auch unpassender Winkel. Seht, ja, ihr? So richtig auch scheiß Quali. Und dann bam, krasser Typ, weißt, ja, du? Kann ich mir gut vorstellen. Der miserable Versuch, YouTuber zu werden. Und das ist ein auch. Probiert. Miserabel. Was ich damals gemacht habe. Ja, gibt bestimmt bessere Bilder auch von dir. Was war das so für eine Zeit? Warst du trotzdem, war gute Zeit, glücklich? Wir waren sich schon, also ich hatte keine Beschwerden, abgesehen von meinem Aussehen. Ne? Meine Arme. Aber? Tut mir ein bisschen leid irgendwie. Bezogen auf euer Alter, wie alt ihr damals auf den Bildern wart. Hm. Was war zu der Zeit euer Traumjob? Fangen wir bei eins an. Genau, eins. Komm jetzt nicht mit Feuerwehrmann oder so. Das ist mir zu basic. Ja, nee, also ich habe früher schon... Als Kind war mein Traumberuf, Leute. Wer weiß es? Ey, wer weiß es im Chat? Ich höre, das wäre richtig interessant. Weiß ihr, und wer was mein Traumberuf war? Kommentiert es auch gerne in den Kommentaren. Polizist? Nein, Polizist nicht. Das wollte ich echt... Tierarzt! Hanakus! Wer hat's noch reingeschrieben? Ob, Kuss. Und bei mir? Moderatorin. Von Tutti Moderatorin. Wir, ja, haben's. Moderator. Latifa und Isabella. Und Lara und Isabella. Chrissy und I love you all. Thank you so much, guys. I love you. Leute, I love you guys. Thank you. Bei mir war Tierärztin, weil ich habe Tiere immer schon geliebt, mehr als Menschen, ne? Ich habe nie an die Menschen gedacht, sondern erst an die Tiere. Und ich wollte immer deren Leben so retten und keine Ahnung. Aber dann habe ich gemerkt, man braucht erstens besser als ein 1er-Abi. Und da bin ich weit von entfernt. Und zweitens, du siehst halt auch Tiere sterben und Tiere, also du musst so deren Leben retten. Am Ende sterben die und Leute heulen. Und ah, da das war kannst für mich du nicht da, mitmachen. Wenn ich sehe, wie ein Tier stirbt, Leute, dann sterbe ich. Deswegen, ich kann nicht. Videos gemacht, also auch früher YouTube gemacht. Und zu der Zeit habe ich dann kurz danach auch angefangen mit YouTube. Dann so Street-Comedy gemacht. War wirklich eine bodenlose Zeit. Aber ja, keine Ahnung, also YouTuber war mein Traum. Okay, also du sagst, du hast Street-Comedy gemacht. Dann erzähl mir mal einen Witz. Gespickt. Ey. Und da habe ich den ins offene Messer laufen lassen. Kommt da, kommt nichts mehr. Wer denkt, dass Street-Comedy so ist, dass man sagt, erzähl mal einen Witz. Das ist doch kein Standard-Comedy, keine Ahnung, Comedian. Und ja, der ist einfach auf der Straße, sondern der agiert mit den Menschen meistens, wisst du? Jared. Wisst ihr, heute die Zunge macht nicht mit, ne? Bei mir auch nicht. Schnell. Kann auch ein richtig krasser Flachwitz sein. Ja, wir sind sehr stumpf tatsächlich. Ja. Was haben Schulen in den USA und der Fortnite-Bus gemeinsam? Oh, ey, ich habe jetzt neu angefangen. Das Mikrofon, ich sehe gerade, die benutzen DJI. Kleiner Tipp an Django, mach so, dass die auch ein Mikrofon haben, weil ich glaube, die haben gar kein Mikrofon. Und wenn, dann mach so wie bei diesen anderen Leuten, dass die auch eins haben wie ihr. Und es wird dann einfach so immer weitergegeben, ja, wie bei Nahim. Weißt du, einer hat immer so ein Mikrofon. Und die benutzt dieses DJI, versuch einfach, dass es einen Sender hat und dann alle an den gleichen Sender geschickt wird. Weil, Bruder, man versteht einfach nichts. Mhm. Also, man versteht nichts. Doch, wirklich. Fortnite. Empfänger, ja, meinst du natürlich. Drin. Ich bin voll drin. Ein Empfänger. Kann vielleicht echt lustig sein dann. Kommst du raus, wird geschossen. Hä? Kommst du raus, wird geschossen. Also ich habe zwar einen sehr stumpfen Humor, aber das war einer ZV zu viel. Also aber damit gelacht trotzdem. Ich glaube, ist es was mit der Street-Comedy geworden? Nee. Ja, gut, dann haben, okay, wir jetzt den Fehler gefunden, woran es liegt. Gut. Ja, gut. Okay. Okay. Machen wir mit zwei weiter. Danke Nummer eins. Danke. Also mein Traumjob in dem Alter war, Journalist zu werden, weil ich halt einfach gerne um die Welt reisen wollte, gerne ein paar neue Leute kennenlernen wollte und halt einfach, ja, halt mehr Sachen machen wollte. Ist cool. Krass, vor allem in dem Alter. Also du wolltest ja früher Journalist so werden. Was jetzt so? Was ist immer noch so dein Traum? Jetzt wollte ich eigentlich so in die Medienbranche reingehen. Also ich wollte quasi so mehr so Influencer machen. Oh mein Gott, heutzutage will jeder Influencer sein. Deswegen, ich sag aus Joke, Influencer. Auf einmal sagt, ich will Influencer sein. Es wollen sehr, sehr viele. Jeder will Influencer sein. Sehr, sehr viele wollen jetzt YouTube machen, ja, oder halt Influencer und sowas sein. Ja. Und dann denke ich mir, guck mal, ich glaube, es wird, also guck mal, es kommt drauf an, welche Plattform, aber ich glaube, es wird einfacher dargestellt, als es eigentlich ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Jeder redet es immer klein, sagen wir mal in so einem richtigen Ausmaß, mit das. Das wird immer so klein gesprochen, so, ja, das ist ja nur das und das und das. Aber mach das erstmal und du wirst sehen, es geht komplett auf deine Psyche. Du bist permanent unter Druck und sowas. Safe, und du denkst auch nur daran, wirklich immer. Ja, das kommt nicht mehr raus. Kannst du was empfehlen? Ich kann es empfehlen, also ich, ne, wir machen es ja selber. Ja, klar. Aber mein Mann dürfte kein Influencer sein. Oh, wow. Meine zweite Wahlwelt immer noch Journalist werden. Oh, shit. Das ist ein Statement. Her husband is not, darf kein Influencer sein. Ich brauche Mäuse. Oh Gott. Ja, warum? Her fucking husband. Hat sie Angst, dass es so ein Drecks-Influencer ist, der expostet dann ihre Bilder, die sie schickt oder was weiß ich oder was weiß ich. Ah, ja, aber ich sag dir ganz im Ernst, ich würde auch niemanden nehmen, der zum Beispiel jetzt nur TikTok oder so macht. Nee, also Leute... Oder der generell TikTok wenn macht. Es kommt drauf an, was er macht, wirklich. Aber ansonsten, Influencer finde ich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen.
Fix. Ja, ich entscheide mich noch. Du guckst noch. Also man weiß ja auch nicht, ob es funktioniert mit Influencer. Man kann das stimmt. Weiter geht's mit Nummer 3. Mäuschen. Was war dein Traumjob? Mäuschen. Also zu dem Zeitpunkt noch Polizist. Als ich dann auch ein bisschen älter wurde, habe ich mich da auch beworben und den Einstellungstest gemacht. Ich habe das dann jedoch abgebrochen, weil ich einen anderen Berufsweg eingeschlagen habe. Und zwar? Möchte ich dir nicht sagen, sonst bin ich direkt raus. Influencer? Ja. Sind das alles Influencer? Als ob. Und Leute, ab wann beginnt für euch Influencer-Dasein? Also ich habe manchmal das Gefühl, zum Beispiel letzte habe ich auch eine gesehen, die sagt so, ich bin jetzt Fulltime-Influencerin und die hatte nur, schon krass, aber sie hatte nur so 30k auf TikTok und auf gar keiner anderen Plattform irgendwie Reichweite. Nur so 30k auf TikTok, das ist schon richtig gut. Aber das ist für mich noch kein Influencer, muss ich sagen. Ja, das Ding ist halt, was also, ist für euch Influencer? Also ab wann beginnt das so? Ja, ich glaube, manche Leute geben deren Jobs auf, also wo sie bislang gearbeitet haben, dies, das, fangen dann mit Influencer sein an, ja, melden Gewerbe oder sowas an und dann sind sie erstmal klein, nennen sich aber schon Influencer. Ja. Und da muss man halt gucken, dass auch irgendwas raus wird, weißt du? Ja, safe. Hey, Django. Das ist crazy, ne? Jetzt, Nummer 4, komm ganz schnell. Sag mir bitte ganz kurz, okay, dass du kein Influencer werden wolltest, geworden bist oder whatever. Also ich habe ja eben gesagt, dass ich YouTuber werden wollte. Aber hat sich geändert. Sondern, was ist jetzt so dein Plan für beruflich? Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich selbstständig machen will. Das ist schon gut. Aber wie, weiß ich noch nicht genau. Okay. Top. Super. Dann haben wir es jetzt einmal durch, erste Runde. Ja. Jetzt müssten wir einen raus eliminieren. Beziehungsweise du. Ja. Ich ja nicht. Ja, okay. Mhm. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, wofür dein Herz schlagen würde, was du denkst, wenn ich jetzt rauswählen würde. Ja, also wir können euch, also mit Influencer ist ja auf jeden Fall No-Go. Ja. Ich weiß halt nicht, also du musst halt selber entscheiden, aber wenn du wirklich fix hast, Influencer ist gar nicht, also an sich. Alle. An sich, man denkt immer so, ne, dass wenn ja, man auch selber Social Media macht, ist es vielleicht sogar ganz vorteilhaft, wenn man jemanden hat, der das auch macht, weil man dann natürlich, ne, man kann, ne, sehr flexibel, ist auf gleichen Events, ist viel unterwegs. Bei der Nummer 1 muss ich sagen, ich bin ja... Also warum hat Stachel so Angst, jemanden zu nehmen, der in der Öffentlichkeit steht? Weiß, ich glaube, die hatte mal mit jemandem was, der selber auch... Ja, ich glaube, sie hat entweder darin schlechte Erfahrungen gemacht, ja, oder sie hat Angst, dass wenn Schluss ist, dass er dann öffentlich irgendwie gegen, ja, sie auspackt. Ja, so wie es auch wie bei Chanel und den Mariam, Yunus und so, wie das halt, ja, immer öffentlich immer, war mit immer. Daniel das und so. Auch, das sind auch Kinder gewesen, finde ich. Also wenn ich später einen Mann habe, dann weiß ich auch, wenn es ein Mann ist, Leute, auch nach der Beziehung, der redet nicht in der Öffentlichkeit schlecht über einen. Ja, du musst ja jemanden nehmen, so, wo du auch weißt, dass er niemals öffentlich schlecht über dich reden, ja, würde. Ja, genau. So. Ich würde sagen, ich bin schon eine lustige Person. Und es ist ja auch wichtig, dass... Und mir ist auch wichtig, dass mein Gegenüber witzig ist. Ja. Und Nummer 1 war alles andere als lustig. Damit eliminieren wir... Wegen einem Witz! Stachel, gib mir doch eine Chance. Ja, ich wollte gerade sagen, Stachel. Das war so, der musste spontan einen Witz machen. Das ist ja witzig. Ja, safe. Okay. Nummer 1 kann einmal rüberkommen. Okay. Oh, hi. Shit. Hi, ne? Ah, die passen nicht. Hi. Nein, die passen auch nicht. Das sieht auch irgendwie gar nicht aus wie damals. Einfach zwei verschiedene Menschen. Guck mal, aber Zara schreibt rein, aber man würde das ja vom Partner niemals denken. Ja, aber guck mal, ganz im Ernst. Du kannst einschätzen, ob jemand so ist oder nicht. Wenn du verliebt bist und du hast eh eine rosarote Brille, siehst du eh nur das Tolle am Partner. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich denke jetzt an drei Typen, dann wüsste ich, der ist sympathisch, aber der wird so in der Öffentlichkeit über mich schlecht reden, würde irgendwas passieren. Der wird niemals reden, der auch nicht reden. Weil das zum Beispiel, keine Ahnung, das sind dann YouTuber oder Influencer oder was weiß ich, Leute, die in den letzten Jahren noch nie über irgendetwas schlecht gesprochen haben. Ja, aber guck mal, ich denke mir auch so, zum Beispiel, wenn ich an Chanel jetzt denke, ja, bestes Beispiel, beide waren Influencer, ich hätte dir sagen können, wenn diese trennen, wird er auf jeden Fall schlecht reden oder sie wird schlecht reden oder so. Ich hätte das dir so sagen können, wenn man es einschätzen kann ein bisschen. Aber dann sehe ich halt auch Männer, auch andere Influencer, die man auch so kennengelernt hat, wo ich mir so denke, niemals. 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 Wenn du mit dem zusammenkommst, wird er schlecht über dich reden nach der Beziehung. Hat auch ein bisschen was mit so Ehre und Stolz zu tun, weil ich finde es ein bisschen peinlich, weil das war ja eine Beziehung unter euch, Leute. Diese ganze Diskussion haben eigentlich gar nichts im Internet zu suchen, wisst ihr? Ich will es ja auch nicht machen. Ja. Also sollte mein Partner auch nicht machen. Moin Konrad. Das mit der Street Comedy tut mir irgendwie leid. Ja. Aber trotzdem, die richtig lieber. Kuss. Ja, wirklich. Ey, danke, dass du dabei danke, warst. Danke. Pass auf dich auf. Die sind auch voll jung. Hast du jetzt noch einen anderen Joke? Nee. Aber vielleicht wird es doch nichts mit der Street-Comedy. Immer wenn ich Konrad höre, muss ich immer denken, Konrad Adenauer. Du auch? Konrad Adenauer. Ja, ich glaube, das ist schon die bessere Entscheidung so gewesen. Nummer 1, leider eliminiert. Mann. Ey, aber ich check das. Aber also, war ein Knorke-Typ. Und wir machen weiter. Eine nächste Frage. Okay, Jungs, ich bin eine Frau. Und jetzt nennt mir jeder mal 2 Red Flags bei einer Frau. Weil eins reicht nicht, ich brauch 2. Und bitte wiederholt euch nicht in euren Antworten gegenseitig. Das nervt. Okay, also soll ich einfach anfangen? Ja.
Nummer zwei abgefangen. Ja. Bei mir ist schon so eine Red Flag, wenn sie halt einfach keine Perspektive für die Zukunft hat und halt nicht weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. Also meine Frau sollte halt schon wissen, so was sie... Ja, das stimmt. So perspektivlos. Ich muss aber auch sagen, kein Benehmen finde ich auch nicht so attraktiv. Jetzt bei Frauen einfach jetzt, ne? Finde ich auch nicht attraktiv. Du sagst für Frauen? Ja, ja. Na, ne? Ins andere Ufer geschwommen oder was? Nein, aber ich kenne ja auch Sachen, zum Beispiel, ich sehe auch manchmal Frauen, wenn, ich weiß nicht, wenn ich nur... die sehe und die haben so eine Ausstrahlung, denke ich mir, wow, attraktive Frau. Kann ich ja attraktiv finden, ist ja eine hübsche Frau. Aber was ich nicht so attraktiv finde, auch Sprache macht auch sehr viel aus. Wenn ich zum Beispiel Frankfurter sehe, ich sehe manchmal Mädels so in ein paar Mädels Videos, denke ich mir so, hübsche Frau. Und dann spucken die sich gegenseitig an und sagen, deine Mutter, meine Mutter, deine Mutter. Und denke ich mir so, das ist eine Ausnahme. Sprache, Leute, macht auch viel aus. Ansonsten Perspektivlosigkeit, das stimmt. Ja, keine Ahnung, Rauchen oder so muss jetzt auch nicht sein. Das stimmt, Leute. Ja, meine Side Red Flag wäre halt einfach so, habe ich gerade keine Idee, aber ich glaube, Side Red Flag wäre schon so, wenn sie so aktiv Kippen rauchen würde. Okay, also IQOS ist ja... IQOS ist ja in Ordnung, ne? Also, ja, so, oder Nummer zwei ist IQOS in Ordnung? So Vape. Nee, IQOS. Ja. Keine Vape. IQOS? Achso, ja, IQOS ist in Ordnung. Das sagt jetzt einfach nur so. Nee. So, was ist IQOS? Was IQOS? IQOS klingt nach einem Cocktail. Ist es nicht diese... IQOS? Diese, ah, dieser eine, da war doch so ein Typ, der hat uns angesprochen auf der Straße, ey, ich gebe euch so IQOS. Das war doch das, oder? Ja. Das ist wie eine Zigarette, aber das hat so Geschmack oder so. Ja. Kenne ich mich nicht aus, Leute, keine Ahnung. Ja, alles. Drei. Also bei mir ist es Eifersucht. Ich bin nämlich ein absolut nicht eifersüchtiger Typ und ich finde das sehr, sehr schlimm, wenn der Partner eifersüchtig ist. Deswegen ist das für mich die größte Red Flag. Und meine zweite Red Flag ist, wenn die Person keine Tiere mag. Ich habe nämlich zwei Babykatzen und wenn die natürlich nicht geliebt werden, wäre das natürlich auch ein bisschen... True. Ich kann nicht später mit einem Typen zusammen sein, der Angst hat vor Hunden, Hunde nicht mag, die nicht anfassen will oder so, weil ich mir so denke, Bitch, ich liebe Lumi. Also ich knutsche auch komplett so ab, jeden Tag. Ich glaube, Hunde sind auf der ganzen Welt die tollsten Wesen. Ja, Lebewesen. Die tollsten Wesen, die besten. Schlecht. Süß. Ich habe zu Hause auch eine Katze, willst du mal mit der spielen? Sehr gerne. Sehr gerne. Leute, merkt ihr, dass alles im Deutschen so unsexy ist? Stell dir vor, also guck mal, im Englischen wäre es so, I got a kitty cat at home, weißt du? Und jetzt, ich habe auch eine Katze zu Hause. Nee, Stacheln. Nee. Und dann, anstatt er so sagt, yeah, alright, keine Ahnung, so, alright, weißt du? Yeah. Sagt er so, say less. Ja, ja. Sehr gerne. Du sollst mich mal einladen, ich bin dabei. Das ist so unsexy einfach. Wie wusste ich, er hat so eine gute Vorlage gegeben. Wie findest du Babykatzen? Finde ich echt süß, aber ich bin nicht so ein Katzenmensch. So, ich bin eher so ein Hundemensch tatsächlich. Was sind das für Katzen? Stachel. Ganz normale deutsche Hauskatzen. Stachel? Danach steht Stachel nach der Folge, Leute. Ein Straßending. Nein. Aber mit Eifersucht, bist du ein eifersüchtiger Mensch? Gar nicht. Ich finde Eifersucht so unnötig. Wenn man sich vertraut, also so, sonst geht man ja nicht in eine Beziehung. Ja, und das Ding ist, ich finde, das hat auch immer sehr viel mit Selbstliebe zu tun. So, ja, okay. Wie sehr respektierst du dich selber? Und wenn ich mit mir im Reinen bin, so, warum soll ich denn auf irgendeine andere Olle eifersüchtig sein? Eiskalt. Nummer vier, können wir? Nummer vier? Ja. Also bei mir ist das so, gar nicht damit klarkommen, wenn meine Freundin einfach richtig dumm ist. Bist du dumm? Nein. Nee, ich bin nicht dumm. Stachel ist nicht blöd. Stachel ist nur blond, Leute. Aber ansonsten blöd ist sie nicht. Wenn man gar nicht reden kann, einfach wenn die so nicht mal diese Fachbegriffe verstehen würde, wenn man mal welche benutzt und so. Und meine zweite wäre, wenn die einfach asozial redet, also so richtig so dieses... Ich habe einen Fachbegriff, elementär. Oder Rezeptoren. Ich verstehe doch, was ich meine. Ja, doch. Ich finde es auch widerlich. Dürfte deine Frau Digger sagen? Ja. Digger geht noch. Was wären so Wörter, die dir nicht sagen soll? So Walla oder so, ne? Ja, einfach so diese Aussprache, wenn die so richtig so dieses Ich und sowas sagen, weißt du? Ich. Ja, dieses Ich. Okay, ich check das aber. So ja, ich verstehe das. Das ist mein Mann dürfte auch nicht so reden. Aber all in all, Leute, gute Red Flags, muss ich sagen. Nicht so 08:15. Ich finde das schon gut durchdacht. Fand auch alle. Wollen wir noch was Spicigeres fragen? Ja. Okay, Nummer 3. Was ist deine Lieblingsstellung? Kennst du Flat Doggy? Ja. Das ist meine Lieblingsstellung. Mhm. Wie ist das? Erklär mal. Also die Frau liegt auf dem Bauch. Also der fragt Stachel. Stachel so, ja, Bursche. Das habe ich gemacht, da warst du 12. Gell, so reagiert die wie so eine Mutter. So 40, die hat schon alles erlebt im Leben. Das ist ganz normal, Doggy, ist richtig. Ja. Aber da ist es so, dass die Frau auf dem Bauch liegt und der Mann halt so. Also das nicht nur für Sex, sondern für ganz normalen auch. Boy, du, er geht all in. Und ich finde das tatsächlich sogar relativ romantisch, muss ich sagen. Check ich. Ja, verstehe ich. Nummer 4. Ich bin da, glaube ich, ganz Standard bei Missionar, weil ich mag das dann schon, meiner Freundin in die Augen zu schauen. Ja. Okay, ja. Simpel. Nice. Check ich. 2. Also, mir gefällt das auf jeden Fall, wenn es ihr halt auch gefällt. Deswegen mag ich halt einfach Doggy bei ihr.
Was? Wie? Wenn es ihr auch gefällt? Ja, quasi, wenn es ihr gefällt. Und wenn ihr Doggy zum Beispiel nicht gefällt? Machst du trotzdem? Wenn man einen Partner hat, geht man halt auch seine Wünsche ein. Das ist halt was ganz anderes in der Nummer. Aber was ist dein, Favorite? Ich glaube, wenn sie bei mir den Reverse Cowgirl macht. Da kloppt er dann doch einen raus. Das ist dir schon wichtig auch. Ich habe das Gefühl, reden, also irgendwie ist es ein bisschen unangenehm gerade. Weil ich habe das Gefühl, die Jungs sind sehr jung. Die sehen aus, als könnten die mein kleiner Bruder sein. Und Stache ist älter als ich. Und es ist irgendwie so cringe, wenn die gerade darüber reden, wie die irgendwie... Hey, du weißt doch gar nicht, wie alt sie hier sind. Die Jungs? Ja. Ich glaube, die sind alle ungefähr gleich alt, weil man hat vorhin deren Style gesehen. Es sieht schon so aus wie so 18, 19-Jährige. Und der davor war auch safe 18, 19. Nicht mal 20. Mir egal, nicht mal 20. Okay. Die sind so gerade volljährig. Da könnte vielleicht auch einer dabei sein, der 24 ist. Ja, will ich sehen. Also will ich sehen. Also ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ja, ist ein, ja. Und wenn man das zum Beispiel der Partner feiert irgendwas, was man gar also nicht feiert. Also unter 25 so, safe, ja. Das trotzdem voll. Man sollte ja aufeinander eingehen, auf die Bedürfnisse und deswegen. So. Aber... Wir müssten jetzt aber trotzdem... Ey, ich nach kann mich nicht entscheiden. Schwierig, ne? Wir müssten jetzt schwierig. Wir müssten einen eliminieren jetzt. Du hast jetzt die Red Flags gehabt und die Stellungen. Ja. Was ist doch dein Gefühl? Ich glaube, die 4. Die 4? Hm. Was ist ich es? Ich kann es nicht begründen, aber ne? Ich glaube, es ist einfach mein Bauchgefühl. Okay. Weißt du, da waren zu viele Sachen, die haben mir bei den anderen irgendwie mehr so zugesagt. Ja, ist okay. Ich dachte, das ist 24. Zeig. Ey. Guck, der ist noch nicht 18, Junge. Hä, Leute, ganz kurz. Der sieht aus wie... Der ist ja unter 24, kann mir keiner erzählen. Was laberst du? Der hat Bart-Tutti und die Haare. Der ist nur groß. Also der ist safe, ich sag höchstens 21, aber sonst... Der ist 24, 25. Nein, niemals. Leute, was sagt ihr? Wie alt ist der? Schreibt mal bitte rein, wie alt ist der? Höchstens 21. Das sind so Jungs, die haben Bart und sehen älter aus. Der ist aus wie 16, 19. Ja, sag ich ja. Hi, Stachel. 20, so, ja. Du hast wirklich ein blauer. Also, das Bild ist crazy, ja. Muss man sagen. Das ist wirklich krass. Ja. Wie alt bist du? 19. Hab ich doch gesagt. Ganz kurz. 24. Bei Jungs ist das so easy. Ich hab doch gesagt, die sind alle 18, 19. Gerade so volljährig. Der könnte so alt sein wie Vater. Und die reden darüber, wie die Venen, wie. Und Stachelbruder ist so alt wie. Die ist älter als ich. Okay, nö, das geht gar nicht. Aber weißt du, was sympathisch ist? Wieso kommen denn dann so Junge, wenn Stachel älter ist? Tja, wisst ihr, was sympathisch ist, Leute? Dass er so ein hässliches Bild genommen hat. Ich höre, das macht ihn voll sympathisch, oder? Yeah. Ja. Danke, ey, wie gut haben die geraten? Chat, war er stark. Ja, du wurdest als Zweiter rausgewählt. Woran hattet ihr liegen? Ich kann es dir nicht sagen. Sie konnte es ja selber nicht mal richtig sagen, ne? Wie findest du Stachel? Ich finde es eine sehr schöne Frau. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ja. Wir sind Julian. Im Finale. Finale. Ja. Jungs, wie fühlt ihr euch? Finale. Oh. Seid ihr Fußballfans? Nee. Doch. Was ist dein Lieblingsverein? AC Milan. Ah. Deiner? Dortmund. Warum? Ich bin kein Fußballfan, Schatz. So, weil die jetzt so viel gewonnen haben und so? Ja. Wie findet ihr das, wenn Mädchen zockt viel? Fangen wir Nummer 2 an. Cool oder eher so... Er ist ein bisschen Opfer. Nee, ich finde das auf jeden Fall richtig cool, wenn er auch mal was anderes macht, weil sowas kann man ja sonst nicht so. Und Granny 2 später! Ja. Ganz kurz. Tutti sagt immer, ich sei voll die Zockerin. Aber Leute, ich zocke nur im Stream. Ja und? Ist doch Zocken. Spielst du Fortnite? Ja, ab und zu, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Okay, Nummer 2 spielst du Fortnite? Ich habe mal Fortnite gespielt. Mit seinem Partner zusammen zu zocken ist wirklich cool. Vielleicht gehen wir jetzt mal eher so Reflex oder was ist euch richtig, richtig wichtig bei der Frau? Also ich muss safe mit ihr lachen können, sie muss einen Top-Humor haben. Ja, und sie muss halt ein gepflegtes Äußeres haben. Also ich find's sehr, sehr geil, wenn sie... Ich glaube, das hier ist eher ihr Typ so vom Äußerlichen. Mm. So blond. Einfach Ken. So clean, komplett keine Haare, bisschen hellere Haare, hellere Augen. Und einfach Ken von Barbie. Glaube ich auch. Humor. Ich bin nämlich meistens eine sehr humorvolle Person. Ich lache sehr, sehr viel. Und wenn meine Partnerin, sag mal, Manieren hat, also sich weiß, wo man sich wie gibt, ist auch sehr, sehr krass. Interessant. Ich hätte noch eine liebe Frage. Was ist das Verrückteste, was ihr mal für Liebe getan habt? Boah, ich glaube tatsächlich, bin ich einmal mitten in einer Woche, wo ich am nächsten Tag was eigentlich einen Termin hatte, habe ich den Termin abgesagt und bin dann einfach spontan für sie halt einfach, glaube ich, 4,5 Stunden gefahren. Einfach um sie zu überraschen, weil sie gefahren. Halt aus dem Urlaub immer wieder kam. Sag mir bitte nicht mit Auto oder Zug. Sorry, wenn er die 4 Stunden dann kurz auf dem Fahrrad macht, dann lass es. Ja, aber stell dir vor, komm mit Fahrrad, denkst dir, wow, ist geil. Ja, perfekt. Mann. Vorne setzt sich drauf. In den Korb. Ja, perfekt. In den Korb rein. Da einfach Platten. Okay. Und dein Rad hat dann Platten. Das ist mir auch so ähnlich. Es war so, dass meine derzeitige Freundin, also zu diesem Zeitpunkt meine Freundin, im Urlaub war mit ihrer Familie und sich dann sehr mit ihren Eltern verstritten hat. Also die waren da in Frankreich und dann bin ich extra nach Frankreich gefahren, um sie zu holen und dann mit ihr zusammen Urlaub zu machen.
Tschüss. Also sehr süße Antworten gegeben, leider. Alter. Ey, würde ich mit meinen Eltern im Urlaub sein, ich würde mich mit denen zerstreiten und mein Freund würde dann kommen und mich holen aus dem Familienurlaub und ich würde einfach so verschwinden. Weil meine Familie würde uns beide enterben. Ja, und ich weiß ernst, wirklich. Und dann unsere Leichen irgendwo als verstecken. Als ob Familien so gechillt sind, so, ja, wir haben jetzt Streit mit der Tochter, verpiss dich. Hä? Ja, einfach mit einem anderen Typen dann, hä? Auch wenn es der Freund ist. Nee. Oder, Jetzt noch eine entscheidende Frage für mich. Welches Sternzeichen habt ihr? Hi, Emma. Ich bin Fisch. 2 ist Fisch. 3? Ich persönlich glaub nicht an das Sternzeichen. Boah, ich hab dich nach dem Sternzeichen gefragt. Ja, okay, sorry. Ich wollte nur meine Meinung sagen. Ja, ich bin Zwilling. Ja. Wie du. Ich bin auch. Natürlich, er ist Zwilling, deswegen hat er das gesagt. Er hätte es auch gesagt. Zwilling, bitte einmal raus. Zwillingmänner, ne? Ja, Zwilling. Jetzt kannst du fortfahren. Ich glaub nicht daran, aber wenn da jemand dran glaubt, habe ich da kein Problem damit. Bist du schon da, so tief drin? Und auch wir? Er ist Zwilling, sein Aszendent. Ich empfange hier eine sehr negative Energie. Einfach immer nur so, weil ich es lustig finde, um direkt so in der Leute irgendwie so zu hören. Ja. Und Nummer 3 direkt so fand ich halt so, ich weiß nicht. Also ich bin auch nicht so. Ja, Vater, denk mal drüber nach, ne? Und dann sozusagen, boah, ich glaube an sowas nicht. Und hier und da, es ist dann für mich so. Schwierig. Und damit hast du, glaube ich, verkackt. Nummer 3. 3 raus? Nummer 3 raus? Nummer 3. So schnell, boah, das ging jetzt richtig schnell. Irgendwie. Ist okay. Nummer 3, einmal bitte rüberkommen. Damn. Hi. Hi. Aber ich glaube, Leute, vom Hi. Ich habe doch gesagt, ich glaube, vom Äußerlich ist so eher ihrs irgendwie. Ja, der bislang am meisten, ja. Aber die passen auch nicht zusammen. Nee. Stachel, hi. Moin. Ja. Was ist dein Name? Tizian. Boah, den Namen hat man nicht so oft. Tizian ist ein cooler Name. Tizian? Bestimmt Italiener. Ja, Tizian Italien. Ist, ich glaube, der ist deutsch, aber Tizian schon cool. Hat. Ja, bist du, sagst du. Man sieht schon, ist schon sehr Ähnlichkeiten. Ja, das stimmt. Guter Mann geworden. Wollte ich auf deine Nummer 1. Oh, Schatz. Das mit Babykatzen, wie fandest du das, dass das nicht so gepunktet hat? Das punktet. Das ist voll ihr Typ. Also 100%. Ich weiß es einfach. Eigentlich immer. Vor allem meine Babykatzen sind auch wirklich süß. Aber sie ist nicht so ein Katzenmensch, sie ist eher ein Hundemensch, deswegen. Stellen wir da jetzt mal Fragen oder? Wir können gerne noch mal kurz reden, bevor wir rüberholen. Erzähl mal ein Funfact über dich. Ein Funfact über mich? Ja, irgendwas, was richtig dumm ist. Boah, in Situationen, da wo ich sehr nervös bin, da habe ich ein paar Sprachfehler. Aber hast du bis jetzt? Das haben wir sogar in Situationen, wo wir sehr selbstbewusst sind, ne? Ja, das habe ich eigentlich für unsere Stunden. Eigentlich nicht gehabt. Nee. Bist du nervös gerade? Nö. Nö. Ah, aber eine Fun-Frage, also eine lustige. Das ist das Peinlichste, was dir mal passiert ist. Ich habe da keinen so richtigen Funfact über mich, ich weiß es gar nicht. Wie findest du das, dass du jetzt der Letzte bist, der übrig geblieben ist? Stark. Crazy. Dann, also du musst sagen, wenn du ready bist, hol mich rüber. Bist du gespannt? Ja. Gut, dann Nummer 2. Diese Folge ist, da ist irgendwie nicht so ein Höhepunkt, oder? Also es ist die ganze Zeit so, ja. Willst du? Ja, keine Ahnung. Ja, so, also, wer hätte dir denn gar nicht gefallen? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ja, das ist halt so. Bist du bereit? Ja. Ist die ganze Zeit so. Wisst ihr dieses so ein bisschen? Ich glaube, bei solchen Formaten ist es anfangs immer so. Ja. Wenn du ready bist, hol mich rüber. Bist es kommt noch bist alles. Bist du gespannt? Ja. Gut, dann Nummer 2. Du kannst gerne einmal rüberkommen. Ey, wann aber wie oft gewinnt dieser Junge? Der war doch schon mal da bei Django. Wollte ich auch gerade sagen. Hey, ich erinnert ihr euch an den? Oha, der hat einfach Dauerwelle gemacht, Leute. Einfach anderer Mensch. Guck mal, da hat der Plitschlocken, da hat der noch Mozart, Klatter. Einfach Konkurrenz. Hä? Erinnert ihr euch doch an den? Da hatten die auch diese Dateshow, wo zwei auf dem Stuhl sitzen und bla bla. Ich weiß. Na? Das ist Elias. Ja, genau, Elias. Wie findest du? Bisschen verändert, irgendwie Locken bekommen, ne? Ja. Dauerwelle oder, nein, so, krass. Findest du ihn attraktiv? Nicht mein Typ, aber für andere Frauen bestimmt sehr attraktiv. Das ist deine. Ich hab doch gesagt, nicht ihr Typ, weil sie steht auf Nummer 3 und da ist Nummer 2. Klassische Antwort, die du gibst, ne? Ja, ja. Aber ja, ihr vibet ja schon trotzdem sehr krass. Also, hat ja, also einiges hat schon gepasst. Das stimmt, ja. Also, ihr würdet euch bestimmt trotzdem richtig gut verstehen. Man hört an deren Stimme, dass die jung sind. Man hört das raus. Und damit. Was habe ich denn vorhin gesagt? Scheiße. Wie alt ist es mindestens? Mindestens 22, 23. Ich bin schon 24. Weißt du, das ist halt. Ja, das danke, ist so jung. Danke. Dann sage ich, wir sehen uns.
Elias, the winner. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst. Kein Problem. Aber dieser Elias tut mir gerade ein bisschen leid, der fühlt sich so, also so unwohl. Und der ist auch richtig rot geworden. Leute, guck mal, der wippt da so einen Meter Abstand neben der. Bro, chill, du kannst nichts zu den Alter. Elias, the winner. Komm, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst. Kein Problem, Django. Immer wieder gerne. Hat so Spaß. Ich glaube, und ja, und vielleicht beim nächsten Mal, ich glaube, vielleicht holen wir nächstes Mal keine Influencerin. Okay. Ja, aber danke, dass ihr dabei wart. Boah, Alter. Stachel, ich würde den Kick an deiner Stelle. Bruder, er sagt einfach so nach dem Video, so als Fazit, nie wieder eine Influencerin, gell? Ganz kurz, hat gerade gar keinen Sinn gemacht. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Hä? Er sagt, ich glaube, wir holen keine Influencerin mehr. Und dann Stachel ist aber einfach die so... Ja, ich hätte an der Stelle gesagt, mein Fazit für heute, ich nehme nie wieder an so einem Drecksformat teil. So. Vielleicht holen wir nächstes Mal... Cool, Blick. Keine Influencerin. Okay. Das war so, also... so dumm, dass noch einmal, noch einmal. Hier, Leute, guck, wie die lächeln. Guck, wie breit das Lächeln ist. Ich glaube, vielleicht holen wir nächstes Mal keine Influencerin. Okay. Das macht keinen Sinn. Wer sagt sowas, nachdem die halbe Stunde bei euch gechillt hat? Ja, aber danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in irgendeinem anderen Format wieder. Offensive Side. Danke. Bye. Ciao, ciao. Bye, mich seht ihr nicht mehr. Erst und letztes Mal. Gut, Leute. Liken, kommentieren, abonnieren. Das war's. Morgen, herzlich willkommen. Aber uns seht ihr, und zwar morgen um 20 Uhr. Ciao. Bye.